Geh in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu welchem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage nach, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst der Halter des Endes nennt. Sollte ein Ausdruck von kindlicher Angst das Gesicht des Angestellten zieren, wirst du daraufhin zu einer der Zellen des Gebäudes gebracht. Sie wird sich in einem tiefen und versteckten Bereich des Hauses befinden. Alles, was du hören kannst, wird das Geräusch einer Person sein, welche durch die Gänge widerhallend mit sich selbst redet. Es ist eine Sprache, die du nicht verstehen wirst, aber deine Seele wird unaussprechlich Angst verspüren. Sollte das Gerede stoppen, halte an und sage schnell und laut: Ich gehe hier nur durch, ich möchte reden. Wenn du immer noch nur Stille hörst, fliehe, verschwinde, halte für nichts und niemanden an. Gehe nicht nach Hause, bleibe in keinem Gasthaus, bleib einfach in Bewegung und schlafe erst, wenn dein Körper schlapp macht. Du wirst am Morgen wissen, ob du entkommen wirst. Falls aber die Stimme im Gang zurückkommt, nachdem du die Worte ausgesprochen hast, gehe weiter. Im Erreichen der Zelle wirst du nur einen fensterlosen Raum mit einer Person in der Ecke sehen. Eine unbekannte Sprache sprechend und etwas in den Armen wiegend. Die Person wird nur auf eine Frage antworten: Was passiert, wenn sie alle zusammenkommen? Die Person wird dann in deine Augen starren und deine Frage erschreckend detailliert beantworten. Manche werden in genau dieser Zelle verrückt, manche verschwinden kurz nach dem Treffen und einige beenden ihr Leben. Aber die meisten tun das Schlimmste. Du wirst das auch wollen, sei gewarnt. Falls du das tust, wirst du in diesem Raum sterben, durch die Hand dieser Person. Du wirst dir das Objekt in seiner Hand ansehen wollen. Dieses Objekt ist Nummer 1 von 538. Sie dürfen niemals zusammenkommen. Niemals.